Servus Leute und Daisy Freunde und herzlich willkommen zu meinem ersten Survival Guide für die Daisy Standalone. Heute gehen wir mal die Basic Movements, also die grundlegenden Bewegungseinstellungen durch, mit denen ihr hier, wenn ihr so wie ich hier am Strand startet, euch fortbewegen und durch diese Zombie Survival Welt namens Chernarus bewegen könnt. Anfangen tun wir hierbei mit den grundlegenden Bewegungen über die WASD-Tasten. Mit diesen könnt ihr, wie auch bereits aus anderen Spielen, wie zum Beispiel Battlefield 4 bekannt, euch entsprechend nach vorne, hinten, links oder rechts bewegen. Als nächstes haben wir die Lehnfunktion, die sich standardmäßig auf den Tasten Q und E befinden, mit welchen ihr euch nach links bzw. rechts lehnen könnt und damit um die ein oder andere Ecke schauen könnt und euch dadurch einen Vorteil verschafft, weil ihr auch somit nicht euren gesamten Körper zur Schau stellt und damit auch kein entsprechend großes Ziel darbietet. Als nächste Funktion haben wir in der Standalone die Ducken-Funktion. Die befindet sich standardmäßig auf der Taste X und lässt euch hierbei in den geduckten Modus gehen, in welchem ihr auch mit den WASD-Tasten entsprechend laufen könnt. Hierbei euch jedoch etwas langsamer fortbewegt, hierbei jedoch auch nicht so sichtbar seid, da ihr natürlich in der geduckten Position seid und somit auch ein kleineres Ziel darstellt. Als nächstes haben wir die liegende Position, welche sich standardmäßig auf der Taste Y befindet und euch auf den Boden liegen lässt und ihr hierbei auch wieder mit den WASD-Tasten entsprechend herumkriechen könnt. Hierbei seid ihr für den Gegner noch weniger sichtbar, allerdings auch noch ein ganzes Stück langsamer als im Kriechen bzw. im stehenden Modus. Und wenn wir hier von langsam sprechen, sollte man vielleicht erwähnen, dass ihr diese verschiedenen Positionen auch entsprechend der Geschwindigkeit anpassen könnt. Um das Ganze zu zeigen, stehe ich einfach mal ganz schnell auf und das könnt ihr standardmäßig mit der Taste C. Diese lässt euch aus jeglicher Position, also aus der liegenden oder aus der Crouch-Position, also der geduckten Position, aufstehen und ihr könnt dann wieder ganz normal weiterlaufen. Wie ihr seht, befinde ich mich momentan in der Standardgeschwindigkeit, was das Laufen anbelangt, ohne irgendwelche Tasten zu benutzen, beziehungsweise nur die WASD-Tasten zu benutzen. Diese Geschwindigkeit könnt ihr anpassen, indem ihr zum Beispiel die Shift-Taste drückt, durch welche ihr langsamer voranschreitet bzw. am Gehen seid. Das Ganze könnt ihr auch in der geduckten Position, die wir wieder über die Taste X erreichen und hierbei auch entsprechend langsam euch fortbewegen könnt. Natürlich auch in der liegenden Position über die Y-Taste könnt ihr mit dieser Taste noch langsamer kriechen als eh schon und seid damit auch, was den Geräuschpegel angeht, natürlich noch ein gutes Stück leiser und könnt euch damit an den ein oder anderen Hasen oder aber auch Spieler anschleichen, den ihr jagt. Das Ganze gibt es natürlich auch in die entgegengesetzte Richtung, sprich nicht langsamer, sondern auch schneller. Hierbei funktioniert das nur im stehenden Modus und wird durch den Doppeldruck auf die W-Tasten ausgelöst. Wenn ihr also zweimal hintereinander schnell auf die W-Tasten drückt, geht euer Charakter in diesen Sprintmodus, in welcher ihr euch ein gutes Stück schneller fortbewegen und damit auch der ein oder anderen brenzligen Situation entgehen könnt. Und wenn wir von brenzligen Situationen sprechen, kann es gut aus sein, dass ihr auch das ein oder andere Hindernis mal übergehen bzw. überspringen müsst. Dafür habt ihr die Möglichkeit, über standardmäßig die V-Taste entsprechende Objekte zu überspringen bzw. wenn ihr direkt davor steht, diese mit einem Druck über die V-Taste einfach zu übersteigen. Das ist vor allem auch in gefährlichen Situationen, wenn ihr zum Beispiel einen Zombie am eurem Hintern habt und einen Zaun vor euch steht, ihr einfach mit diesem kurzen Tastendruck und dem entsprechenden Timing gut drüber springen könnt und somit euren Verfolger hinter euch lässt. Um in der Welt von Daisy Standalone überleben zu können, ist es essentiell, dass ihr eure gesamte Umgebung gut im Blick habt. Hierbei könnt ihr natürlich mit der Maus euren gesamten Charakter um die eigene Achse drehen und damit das Umfeld im Auge behalten. Jedoch könnt ihr auch sogar während der Bewegung mit Hilfe einer gedrückten Alt-Taste die Kamera sozusagen auf den Kopf fixieren und damit entsprechend euch umdrehen und währenddessen euch aber über WASD-Tasten immer noch weiter bewegen. Diese Funktion ist essentiell und ihr solltet euch wirklich schnell dran gewöhnen, da es ja in Spielen wie zum Beispiel Battlefield 4 nicht der Fall ist und es doch eine entsprechende Neuerung ist, die aber überlebenswichtig ist, um in dieser Zombie-Apokalypse bestehen zu können. Als letzte Movement-Möglichkeiten haben wir hier die Emotions bzw. die verschiedenen Gesten, die euer Charakter anwenden kann und somit auch mit anderen Spielern interagieren kann.
Hierbei könnt ihr zum Beispiel eure Hand heben über die F1-Taste und damit dem gegnerischen bzw. dem anderen Spieler signalisieren, hey, ich bin hier, ich bin wahrscheinlich sogar freundlich, bitte schieß mich nicht über den Haufen. Über die F2-Taste könnt ihr sagen, wenn ihr mal in einer brenzligen Situation seid, ey, ich ergebe mich, bitte schießt mich auch nicht über den Haufen, raubt mich aus, rapet mich bitte nicht, ich möchte hier weiterleben. Und über die F3-Taste kann sich euer Charakter hinsetzen und regeneriert somit auch schneller seinen Status, was Ausdauer angeht. Ihr werdet ja ständig im unteren linken Bildschirmrand mit Informationen vollgebombt, wie sich euer Charakter fühlt, was er gerade für einen Status hat. Und da ist es wichtig, dass ihr in regelmäßigen Abständen mal eine Pause einlegt. Und mit dieser Funktion könnt ihr diese Pausen schneller beheben bzw. die Statusmeldungen wieder gutstimmen, um dann eure Reise fortsetzen zu können. Was ihr mit der Lehnfunktion natürlich auch anstellen könnt, ist im liegenden Modus, welcher über Y zu erreichen ist, euch mit dieser Rolle aus dem ein oder anderen Schussfeld, wenn ihr gerade unter Feuer seid, zu drehen bzw. euch hinter Deckung rollen oder euch unter diverse Mauereinschläge durchzurollen und somit dem ein oder anderen Kugelhagel zu entgehen. Des Weiteren seid ihr in diesem Bewegungsmodus gar nicht hörbar, als wenn ihr normal schleicht. Von daher ist es wirklich eine optimale Möglichkeit, um sich an den einen oder anderen Gegner anzuschleichen bzw. unbemerkt aus dessen Radius zu kommen. Das war der erste Survival Guide zur DayZ Standalone mit den Basic Movements, also den grundlegenden Bewegungen, die ihr ausführen könnt. Und wenn ihr in der Standalone so richtig überleben wollt, dann schadet es nicht, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Denn ich werde euch weitere detaillierte Survival Guides zur DayZ Standalone bieten, mit denen ihr euer Überleben in dieser Zombie-Survival-Simulation um einiges erhöhen könnt. In diesem Sinne, behaltet euer Ziel immer im Auge. Euer Lost.